Es gibt so viele gute Nachrichten, man müsste doch eigentlich zerfließen vor guter Laune und denken, Mensch, der Markt kann doch nur nach oben explodieren. Wir haben das gehört, gute Unternehmenszahlen, die Deutsche Bank beispielsweise, wir haben von BASF gute Zahlen, Daimler schon vor ein paar Tagen alles. Also wir haben so viele gute Nachrichten, Lufthansa war jetzt nicht ganz so toll, aber insgesamt doch super. Und wir haben gute Nachrichten in Amerika, die Tech-Titel, die sind eigentlich in Höchstform, es müsste doch nur nach oben gehen. Was macht der DAX? Er macht gerade ein Zeichen für eine Short-Bewegung, für eine Fortsetzung nach unten. Ich finde es nicht ganz so dramatisch. Ich finde das sogar sehr nachvollziehbar. Wir können mal beim Index gucken. Da sehen wir, dass wir eigentlich ein perfektes Szenario haben, um in etwa diese Korrektur, die wir hier vorne ja schon mal hatten, ganz grob jetzt mal, dass wir die eben jetzt nochmal durchspielen. Ihr seht das hier mit meinen Zielmarken. Ich finde das mehr als natürlich. Wir dürfen also damit rechnen, dass die 15.000er-Marke längst nicht vom Tisch ist. Und der Index zeigt das ja auch schon gerade dadurch, dass wir wieder ein bisschen Beschleunigung nach unten erfahren. Aber der Tag ist ja noch nicht um. Wir wissen nicht, wo das Ganze endet. Ich denke aber, dass das, was wir bisher als Aufwärtsbewegung hatten hier, nicht wirklich dazu Laune macht, um jetzt den Markt nach oben zu pushen, um wirklich Gas zu geben. Ich glaube, da sind sich alle einig, dass das zumindest mal nicht das überzeugende Stück Fleisch ist hier im Markt, das dafür spricht, die Bullen, die wollen richtig den Markt nach oben kaufen. Die Charttechnik ist natürlich nicht in der Lage, vorherzusehen, was als nächstes passiert, aber sie zeigt zumindest mal, dass die Marktteilnehmer aktuell nicht wirklich Lust haben, hier auf der Long-Seite dabei zu sein. Also für mich ein ganz klares Zeichen, dass Schwäche noch da ist und entsprechend der Kurs nochmal nach unten getrieben wird. Für den Nasdaq sehen wir das ähnlich aktuell zumindest mal, wobei der ist gerne mal im 5-Minuten-Chart gerade so um den Eröffnungszeitpunkt mit Schwung unterwegs. Wir haben es gesehen, hier war 15.30, zack, jetzt die Hau-zu-Methode hier nach unten. Wir haben das ganz häufig gesehen, dass wir mal eben schnell eine Flanke nach oben, das war jetzt zum Beispiel die Eröffnung am 28., also von gestern, Schub hoch, dann hatten wir natürlich das Abendgewackel dann im Umfeld hier mit der Fed-Entscheidung. Also steile Flanken können die Märkte aktuell, aber was sie auch eben können, ist das, was wir hier sehen, Schub in eine Richtung und je wackeliger die andere Richtung, desto klarer die Fortsetzung. Sprich, das Angebot für den Nachmittag, noch nicht der Beweis, aber das Angebot für den Nachmittag, dass wenn wir eine solche Bewegung bekommen, analog im Prinzip zu sowas und so etwas hier. Alternativ kann es natürlich auch nur eine einfache ABC sein, machen wir uns nichts vor. ABC, das geht genauso gut, das hat hier vorne auch schon mal ganz gut funktioniert, zack, ABC, das habt ihr schon häufig gesehen. Das wäre die Einladung, ähnlich wie wir es beim DAX hatten, da allerdings auf einer größeren Zeitebene, dass dann sich die Abwärtsbewegung nochmal fortsetzt und damit dementsprechend diese Korrektur noch nicht zu Ende ist, ebenfalls nochmal fortgesetzt wird. Aber auch das fände ich nicht so schlimm, dann hätten wir nämlich die Korrektur hier vorne, die abgelöst wird, nein, nicht abgelöst, aber die ergänzt wird durch diese Korrektur. Und anschließend darf es ja dann noch nach oben gehen. Denn Stimmung ist eigenartig, also zumindest mal, wenn man sagt, an den Taten werdet ihr sie erkennen, dann ist das nicht das, was man erwartet. Eigentlich müsste der Markt dann ein bisschen mehr Schwung noch bringen. Die Marktteilnehmer sind da im Moment ganz klaren, tollen Argumenten, wenn man sie so hört. Heute hatte ich im Handelsblatt, glaube ich, war es gelesen, es gibt gar keinen Grund mehr, dass es nach unten geht. Es kann eigentlich nur nach oben gehen, das ist immer schon gleich verdächtig. Allerdings tatsächlich muss man sagen, dass die Marktteilnehmer den Druck nach oben noch nicht entdeckt haben. Ich aber auch noch nicht davon ausgehe, dass das gleichzeitig dann ein echter Druck nach unten ist, sondern eben einfach die Schiebewurst, mit der wir aktuell leben müssen. Jetzt können wir mal eben gucken, laden wir das mal eben schnell rein hier, wenn es denn zumindest mal geht. Ich glaube, das geht aktuell nicht mit den Daten. Das wäre jetzt ja natürlich nochmal besonders hübsch. Lad's mir doch einfach schnell rein. Da sind wir doch, ich wollte doch gerade sagen, das kann doch nicht sein, dass das das Problem ist. Wir haben sogar bessere Daten aus Amerika bekommen, was das GDP angeht. GDP, das sind ja die Wachstumszahlen 6,1 im annualisierten Quartal, ersten Quartal war erwartet worden, 6,4 ist es geworden. Also deutlich schöner eigentlich die Zahlen als gewartet. Die Initial Jobless Claims, ja, besser als zuvor, leicht mehr als erwartet, aber ich denke, das ist alles nicht wirklich das Problem. Und jetzt um 16 Uhr ganz frisch oder vor ein paar Minuten hatten wir dann noch die Pending Home Sales. Die sind allerdings deutlich weniger stark ausgeprägt, ausgefallen, aber aus meiner Sicht sind Wachstums- und Arbeitsmarktdaten im Moment noch wichtiger als die Immobiliendaten sozusagen. Na gut, aber was weiß ich schon.
So, also damit haben wir so ein bisschen eine Idee, was die Indizes aktuell vorhaben. Offensichtlich noch nicht wirklich den Kaufrausch. Standardwerte haben es jetzt dann auch begriffen, nachdem sie doch erst noch mal ein bisschen nach oben marschiert sind, jetzt noch mal runterzukommen. Ich denke mal, das wird wohl die Gunst der Stunde sein, jetzt erst noch mal auf die Warteschleife zu setzen, um dann später dann wieder in die Position entsprechend reinzukommen. Lassen wir uns also überraschen. In diesem Sinne euch alles Gute.